11. Dezember 1758. Liebste Justine, ich schreibe dir diese Zeilen, damit du mich nicht vergisst und damit ich noch einigermaßen bei Verstand bleibe. Wir waren im Auftrag des Königs entsandt worden, um Handelsbeziehungen zu den Indianern jenseits von unserem Standort zu knüpfen. Pferde hatten wir keine dabei, da diese vielleicht scheuen und somit mit unserem Proviant fortlaufen würden. Als wir jedoch nach einer Reise von 3 Wochen in ein für uns unbekanntes Gebiet vordrangen, kamen der Jesuitenpater, die beiden Pelzhändler sowie unser indianischer Dolmetscher einer nach dem anderen nachts in unterschiedlichen Zeitabständen um. Ich fürchte um mein Leben, und das Einzige, das mir Halt gibt, ist, immerzu auf dein Antlitz zu blicken. Immer wieder starre ich in das rundliche, in Gold gerahmte Porträt, sehe, wie du dort sitzt, in deinem gelben Kleid mit dem Buch in der Hand. Ich blicke auf deine zu einem Knoten zusammengebundenen, dunkelbraunen Haare, auf deine grünen Augen und auf dein rosiges Gesicht. Dies zu sehen gibt mir Mut, Hoffnung und Zuversicht. Ich weiß, dass Tadoussac zu weit entfernt liegt, um es zu Fuß erreichen zu können. Allerdings liegt Chicoutimi etwa 2 Wochen entfernt, und sofern das Wetter mitspielt und das Glück mir hold ist, werden wir uns bald wiedersehen. In ewiger Liebe, dein Etienne. 13. Dezember 1758. Liebste Justine, das Wetter hat es die letzten 3 Tage gut mit mir gemeint. Und obwohl es einer Sünde gleichkommt, so möge mir der Herr vergeben, wenn ich meinen toten Begleitern einiges an Proviant abgenommen habe. Genau genommen waren es eine Flinte, etwas Schießpulver und 5 Kugeln. Hinzu kommt ein Bündel mit 3 Scheiben Zwieback, eine Flasche Cognac, ein Beutel mit etwas Trinkwasser und natürlich das Buch des Paters und Tintendose mit Füller. Da ich nur 5 Schuss habe, ist es wohl ratsam, Pulver und Kugeln aufzusparen und aufzuteilen. Jedoch bin ich mir unschlüssig, wie ich am besten damit vorgehen sollte. 3 Kugeln für die Jagd und 2 zur Verteidigung? Oder doch lieber das Gegenteil. Ich sitze nun vor einem warmen Feuer, während ich diese Zeilen schreibe. Tagsüber friert die Tinte teilweise ein, weswegen ich sie erst am Feuer auftauen muss. Ich denke immerzu an dich, sehe mir dein Porträt hunderte, tausende Male an und jedes Mal setzt mein Herz einige Schläge dabei aus. So Gott will, werden wir uns zu Weihnachten endlich wiedersehen, worauf wir fortlaufen werden und ich dich zu meiner Frau nehmen werde. In ewiger Liebe, dein Etienne. 14. Dezember 1758. Liebste Justine, heute hat das Wetter schlagartig eine Kehrtwende gemacht und den ganzen Tag lang war ich den erbarmungslosen Schneewehen ausgesetzt gewesen. Als wäre das nicht genug, tragen sich nun weitere, schreckliche Dinge zu. Immer wieder höre ich Geräusche im Wald um mich herum, Geräusche, die allem Anschein nach nicht von Tieren stammen. Ich bin mir sicher, irgendwer oder irgendwas hat mich gefunden und sich dazu entschlossen, mein schattenhafter Begleiter zu werden. Das Rascheln von Ästen, das Knacken von Zweigen machten mich so wahnsinnig, dass ich beinahe dazu verleitet worden wäre, eine Kugel in Richtung des besagten Geräusches abzufeuern. Zudem hat die Furcht vor meinem unsichtbaren Begleiter dazu geführt, dass sich das Lagerfeuer diese Nacht klein hielt. Das Einzige, das mich derzeit bei Verstand hält, ist mein Magen, welchem ich heute die erste Scheibe Zwieback zugemutet habe. Wie bereits erwähnt, habe ich, was das Jagen angeht, nur wenige Optionen und daher halte ich es für ratsam, erst den eigenen Proviant zu verbrauchen. Ich sehne mich nach dir, nach deinem Lächeln, nach deiner Stimme, nach deinem jungen, sinnlichen Körper. Jeder Gedanke an dich gibt mir Kraft, Hoffnung und den Mut, weiterzumachen. In ewiger Liebe, dein Etienne.
15. Dezember 1758. Liebste Justine, unerbittlich peitschte der Wind heute gegen mein Gesicht. Mein Marsch in Richtung Zivilisation wird zunehmend zur Tortur. Jeder Atemzug, welcher meinem Mund entflieht, wird durch den Wind und die mit ihm gereiste Kälte zu einem schwierigen Unterfangen. Das Feuermachen wird zu einer einzigen Geduldsprobe, und zusammen mit meiner Kleidung können sie nur so viel tun, ehe mir die bereits zufrierenden Zehen und Finger genommen werden. Immer öfter denke ich an den Cognac, den ich bei mir trage. Vor allem in dieser unsäglichen Einöde und erbarmungslosen Kälte scheint er mir wie ein willkommenes Geschenk zu sein, alle Sorgen zu vergessen. Doch weiß ich, dass dies keine gute Idee wäre, wenn man bedenkt, dass ich wahrscheinlich immer noch von dieser Person oder irgendeiner infernalischen Kreatur begleitet werde. Ich ahne bereits, dass mir diese Nacht, wie auch die kommenden Nächte, keinen guten Schlaf bereiten wird. Im spärlichen Licht meines kleinen Feuers schaue ich in deine grünen Augen und frage mich, wie es dir gerade ergeht. Dann stelle ich mir vor, wie wir zusammen vor dem Kamin in Vaters Haus liegen, Arm in Arm. In ewiger Liebe, dein Etienne. 16. Dezember 1758. Liebste Justine, jeder Schritt ist eine Qual, jeder Gedanke eine Folter an sich, erneut höre ich Geräusche im Dickicht. Tagsüber ist es herabfallender Schnee von einem Ast oder ein erneutes Rascheln im Dickicht. Nachts ist es fast so, als könnte ich das Geräusch von Trommeln und indianischem Kriegsgeschrei vernehmen, die weit in der Ferne wie ein bedrohlicher Vorbote auf mich lauern. Mein Magen quält mich nun in kürzeren und kürzeren Abständen, weswegen ich mich endlich genötigt sah, die zweite Scheibe Zwieback hinunterzuschlingen. Wie auch das Atmen, so wird jeder Bissen in dieses harte Zeug zu einer Folter, zu einem unbändigen Kraftakt, den ich jedes Mal erbringen muss, nachdem ich den harten Fraß zu meinem Mund schiebe. Des Weiteren ist mein Wasserbeutel nun leer, und ohne Topf war ich heute zum ersten Mal gezwungen, wider besseren Wissens den kalten, jeden Schritt zu einer qualmachenden Schnee zu essen. Ich weiß, dass ich dadurch vielleicht erfrieren werde, jedoch will ich den Cognac nicht anrühren. Angesichts meiner derzeitigen Situation habe ich die Hoffnung aufgegeben, Chicoutimi noch zu erreichen. Mein neues Ziel ist daher die Jesuitenmission des Toten Paters am Lac Saint-Jean. Möge der Herr meinen Weg führen und mir ein Licht in der Dunkelheit sein. So Gott will, werde ich zu Weihnachten wieder bei dir in Tadoussac sein. Bis dahin versuche ich, meinem Los mit Träumen von unserem Haus und einem ertragreichen Geschäft als Kartograf zu entgehen. In ewiger Liebe, dein Etienne. 18. Dezember 1758. Liebste Justine, die letzte Scheibe Zwieback ist gegessen und heute ist mir der mittlere Zeh des rechten Fußes abgefroren. Das Gehen wird nun zu einer noch größeren Qual, vor allem, da ich langsam das Gefühl verspüre, immer nur im Kreis zu laufen. Jeder Baum, jeder Strauch, jeder Stein und jeder Ast gleicht dem anderen, zumal es keinerlei Bäche in der Region gibt, die mir Orientierung bieten könnten. Habe heute ein Hirschbullen zu Gesicht bekommen. Wie ein Zeichen Gottes kam er mir vor die Augen und ich zückte und lud sofort das Gewehr. Ich wollte ihn von der Anhöhe, auf der ich stand, zu Fall bringen, doch ich rutschte aus, wobei ich den Abzug betätigte und der Hirsch verschwand. Mit nun nicht mehr als 4 Kugeln wird die Entscheidung, welche für welchen Zweck zu verwenden sei, nur noch schwerer. Erneut höre ich das Rascheln von Büschen und das Knacksen von Ästen um mich herum. Nun weiß ich, dass ich verfolgt werde und dass mir irgendjemand oder irgendetwas auf den Fersen ist. Meine Vermutungen reichen von Engländern über Indianer bis hin zu Teufeln und Dämonen. Sollten es Letztere sein, so werden sie wohl warten, bis ich am Ende meiner Kräfte angelangt bin, um mich fort in ihr höllisches Reich zu holen.
Das Einzige, was mir in diesen Zeiten Kraft gibt, ist dein Porträt, welches ich mir um den Hals gebunden habe. Ich muss durchhalten. 2 oder 3 Tage werde ich noch brauchen, bis ich die Mission erreicht habe und wieder zu Kräften gekommen bin. Dann, so Gott will, werden wir uns zu Weihnachten wiedersehen. Ich träume von uns, von unserem Haus und von unseren Kindern, welche du mir empfangen wirst. Ich hoffe auf ein paar gesunde Jungs. Somit verbleibe ich in ewiger Liebe zu dir. Dein Etienne. 19. Dezember 1758. Liebste Justine, ich werde immer schwächer und es ist so kalt. Am heutigen Tage ist mir der Zeigefinger der rechten Hand abgefroren, und sollte es an dieser Hand mehr werden, werde ich kaum noch richtig, wenn überhaupt, weiterschreiben können. Wie es schien, hat der Herr heute meine Gebete erhört, da er mich zu einem verlassenen Dorf geführt hat. Der Großteil dessen ist abgebrannt, und nur eine Steinkirche sowie 2 Häuser waren von den Flammen verschont geblieben. Endlich ein Ort, an dem ich vor der Kälte Schutz suchen kann. Endlich ein Ort, an dem die eisigen Winde und meine Verfolger mich nicht erreichen oder finden werden. Nachdem ich ein Feuer in einem der noch intakten Häuser entfacht habe, habe ich mich etwas umgesehen. Wie es scheint, wurde das Dorf angegriffen und danach in Brand gesteckt. Hin und wieder bin ich auf indianische Trophäen und Waffen gestoßen, was keinen Zweifel zulässt, wer die Angreifer waren. Zudem fand ich zahlreiche Leichen, teils verkohlt, teils erfroren, von denen ein Großteil Männer sind. Frauen und Kinder fand ich so gut wie keine, und ich will mir nicht vorstellen, was die Wilden nach ihrem Raubzug mit den Verbliebenen gemacht haben. Gott, hab Erbarmen mit ihren unsterblichen Seelen. Jedoch boten diese toten Leiber eine ungeahnte, grausige Möglichkeit für mich. Ich weiß, dass es wider jeglicher Natur und wider das Empfinden eines jeden zivilisierten Mannes ist, aber ich musste es tun. Mit Werkzeugen, welche ich im Dorf fand, ging ich also dazu über, 2 der Leichen zu zerteilen, zuzubereiten, zu kochen und zu essen. Du wirst wahrscheinlich voller Ekel auf mich herabblicken, doch du sollst wissen, dass ich es nur getan habe, um wieder einigermaßen bei Kräften zu sein. Ich will wieder zu Kräften kommen. Und ich will die Mission so schnell wie möglich erreichen. Ich will, dass ich dir zu Weihnachten in die Augen sehen und dir sagen kann, wie sehr ich dich liebe. Dies alles tue ich nur für dich, meine liebste Justine. Denn dich ewig liebender Etienne. 20. Dezember 1758. Liebste Justine, ich schreibe dir ein weiteres Mal, da ich weiß, dass ich heute oder morgen nicht mehr auf dieser Welt verweilen werde. Die Leichen zu essen war ein großer Fehler gewesen, nicht nur moralisch und ethisch. Am Morgen des heutigen Tages wachte ich mit höllischen Magenschmerzen auf, welche sich im Laufe des Tages in einem Wechsel von Durchfall und Erbrechen entluden. Die Krankheit hat mir jegliche Kraftreserven geraubt, die ich noch besaß, und ohne weitere essbare Vorräte scheint es nun, als wird dieses abgebrannte Dorf auch mein Grab werden. Abgesehen davon haben meine Verfolger mich endlich eingeholt. Als ich nach erneutem Erbrechen wieder in meinem Refugium Schutz suchte, hörte ich Schritte im Schnee stapfen und Leute reden. Ich verstand einen Großteil ihrer Konversation nicht, allerdings horchte ich auf, als sie unseren Namen sowie die Worte verurteilt, fortgeschickt und tot erwähnten. Sofort wurde mein Verstand von einer Vielzahl angsteinflößender Gedanken heimgesucht, und ich hoffe in diesen letzten Stunden, dass dir nichts Schlimmes widerfahren ist. Jedoch konnte ich nicht zulassen, gefunden zu werden und musste handeln. Ich ergriff sofort mein Gewehr und schlich aus dem Haus, ehe ich um die Trümmer des Ortes herumschlich und in unregelmäßigen Abständen 3 Schüsse abgab, um meine Verfolger zu erschrecken und zu verwirren. Dabei war ich sehr bedacht, diesen nicht unter die Augen zu treten, und ich hoffte nach diesen Demonstrationen meiner Entschlossenheit inständig, dass sie mich ebenfalls nicht bemerkt hatten.
Allerdings bin ich nun zu schwach, um weiterzulaufen, geschweige denn mit der einen mir noch verbliebenen Kugel auf die Jagd zu gehen. Daher habe ich mich entschlossen, das Buch und die Schreibutensilien in die steinerne Kirche zu nehmen. So sitze ich nun in einem der drei letzten Gebäude dieses gottverlassenen Ortes und sehe mich um. Ich starre auf die steinernen Mauern des Gotteshauses, von Ruß geschwärzt. So auch die Statuen der wenigen Heiligen, und der Ruß lässt deren ehemals helle Haus wie die eines Mohren aussehen. Ein tiefer Schrecken überkam mich, als ich sah, was diese Wilden mit diesem heiligen Ort gemacht hatten. Die Scheiben aus Buntglas hatten sie eingeworfen, den Priester hatten sie ans Kreuz genagelt, und die Jesusstatue, welche an seiner Statt dort hing, hatten sie auf den Boden geworfen und in Teile gehackt. Auf dem leergeräumten Altar befand sich ein großer Fleck getrockneten Blutes, und ich will mir nicht ausmalen, welche garstigen, abscheulichen und gotteslästerlichen Rituale diese Wilden hier zelebriert haben. Ich weiß nun und bedauere zutiefst, dass ich die kommende Weihnacht nicht mehr erleben werde. Nie wieder werde ich dein wunderschönes Gesicht sehen, deine zarten Lippen küssen, deinen sinnlichen Körper erforschen können. Die Zeit, so kurz sie auch war, die ich mit dir verbringen durfte, bildet nun den Hauptteil meiner Erinnerungen, während mein Körper immer schwächer wird, bis der Hunger und die Kälte schlussendlich ihren Tribut fordern werden. So schreibe ich dir ein letztes Mal in der Hoffnung, dass jemand meine Worte finden und sie dir überreichen wird. In ewiger Liebe und Zuneigung, dein Etienne. Epilog. Aus den Aufzeichnungen des Guy de Montalbain vom 27. Dezember 1758. Kalt, bleich und erfroren fanden meine Männer und ich die Leiche des Etienne Soltaire in der verlassenen Kirche von Saint-Auguste-de-Bois, zusammen mit einem kleinen Buch auf dem Altar. Laut dem Gouverneur sollte der Trupp, mit welchem er gereist war, vor 3 Tagen wieder in Chicoutimi angekommen sein, doch nachdem man nichts von ihnen gehört oder gesehen hatte, wurde ich in die Wildnis entsandt, um nach ihnen zu suchen. Ich habe das, nennen wir es mal, Tagebuch des Soltaire gelesen, und es ist erstaunlich, wie sehr sich ein Mensch etwas einbilden kann, wenn die Elemente und der Verstand gegen einen arbeiten. In Wahrheit war Soltaire ein verurteilter Mörder und Vergewaltiger gewesen, welcher einen anderen Mann im Streit erschlagen hatte. Doch da Soltaire ein begabter Zeichner gewesen war, hatte der zuständige Richter ihn dazu verurteilt, an dieser Expedition in unbekanntes Gebiet teilzunehmen und alles zu dokumentieren, was sie sahen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hatte, aber rückblickend scheint es mir so, als wurde hinter den Kulissen ein abgekatertes Spiel gespielt. Was Etienne Soltaire angeht, so kann man mit Gewissheit sagen, dass dieser Mann ein elender Lügner war oder sich das meiste, von welchem er schrieb, sich selbst einbildete. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hatte, seine Taten zu verheimlichen, doch als wir den Rest seiner Truppe fanden, wurde meinen Männern und mir schnell klar, dass er alle Mitglieder nacheinander ermordete, indem er sie mit ihren Kissen und Pelzen erstickte. Zudem steht außer Frage, dass Justine Belblanc auf keinen Fall seine Geliebte war. Aus den zahlreichen Schriftstücken, welche er an sie geschrieben hatte, geht eindeutig hervor, dass er das arme Mädchen kontinuierlich bedrängt und ihr nachgestellt hatte. Uns sind zahlreiche Dokumente erhalten, in denen er zutiefst obszöne Äußerungen ihr gegenüber machte, und es gruselt einen stets, wie er immer und immer wieder seine Liebe zu ihr beteuert, während er sie schlimmer als ein Tier behandelte. Irgendwann hatte er sie dann entführt, eingesperrt und sich unzählige Male an ihr vergangen. Auch hierüber hat er ein Buch geführt, und es stellen sich einem alle Haare zu Berge, wenn man seine wahrhaften Berichte mit den schändlichen Taten abgleicht, welche das bedauernswerte Mädchen nach seiner Freilassung schilderte.
Nackt hatte er sie an einen Pfahl gebunden, sie in ihrem Unrat über Stunden ausharren lassen, ehe er diesen beseitigte oder sie teilweise sogar damit beschmierte, als er sich zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit an ihr verging. Als man sie fand, war sie kaum noch am Leben, und Gott verfluche diesen Richter, der ihn einfach hat so gehen lassen. Wäre es nach mir gegangen, wäre Soltaire noch an Ort und Stelle hingerichtet worden. Der Mann, den er erschlug, war ihr Bruder gewesen, der versucht hatte, sie aus den Fängen dieses Monstrums zu befreien. Als Wachtmeister darf ich mir eigentlich kein persönliches Urteil bilden, doch als Vater einer Tochter in ihrem Alter schmerzt es mich zutiefst zu wissen, dass kein ehrbarer Mann sie nach ihren Erlebnissen mehr ehelichen wollen wird. Was Soltaires Schilderung von Saint-Auguste de Bois angeht, so hat dieses Tier im Großen und Ganzen die Wahrheit gesagt. An diesem Ort hatte sich tatsächlich ein Angriff der Cree ereignet, bei dem ein Großteil der Bewohner abgeschlachtet worden waren. Dies ist allerdings bereits 5 Jahre her. Die Schilderungen der Kirche entstammen daher Soltaires eigenen, krankhaften Wahnvorstellungen. Die Kirche ist nie entweiht worden. Und der Priester nie, wie von ihm beschrieben, auf diese grausige Weise umgekommen. Mir war schon von meinen Landsleuten wie den einheimischen Indianern zugetragen worden, dass, wenn man lange genug in der Wildnis verweilt und die Elemente Herr über einen werden lässt, man irgendwann anfängt, Dinge zu sehen und zu hören, sich Dinge einzubilden, die nicht existieren. Allerdings gibt mir seine Vermutung bezüglich der Engländer vor allem in den letzten Tagen zu denken. Wir befinden uns zurzeit im Krieg mit ihnen und es ist durchaus möglich, dass sie einige Späher ausgesandt haben, um das Gebiet auszukundschaften. Angesichts dieser Möglichkeit beschleicht mich daher immer wieder das Gefühl, dass uns unser geliebtes Neufrankreich bald im Kugelfeuer und Kanonendonner geraubt werden wird. P.S. Der Cognac, welchen Soltaire mit sich führte und welchen wir zur Begrüßung seines Todes tranken, war exquisit. Ruben hatte seine Hände tief in den Taschen vergraben. Seine dicke Jacke und sein Schal hielten ihn warm, trotzdem fühlte er sich kühl und ausgelaugt. Vor 2 Tagen war ihm seine Wohnung gekündigt worden und durch einen dummen Fehler im Vertrag konnte er sofort auf die Straße gesetzt werden. Die Vermieterin hatte mit ihm kein Mitleid gehabt. Zurzeit durfte er zwar bei einem Kumpel wohnen, aber auch nur für ein paar Tage. Danach wäre er obdachlos und auf sich alleine gestellt. Zu seinen Eltern konnte er auch nicht. Er hatte sich schon viele Jahre vorher mit ihnen zerstritten. Es wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es Sommer wäre. Aber im tiefsten Winter kein Dach über dem Kopf zu haben, war das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Vor allem, weil der Winter der kälteste in den letzten 10 Jahren war. Er stiefelte ziellos durch die Innenstadt, der Schnee knirschte unter seinen Schuhen. Als er gerade in eine andere Straße abbog, fiel ihm das Plakat auf. Als wäre es Schicksal. War es genau das, was er suchte. Auf dem Bild konnte Ruben einen Mann im Anzug erkennen, der vor einem Wohnkomplex stand. Zwar hatte das Model das unechteste Fake-Lächeln auf dem Gesicht, das er sich vorstellen konnte, doch der Schriftzug daneben überzeugte ihn. Sogar die Telefonnummer war dort abgedruckt. Ruben zögerte nicht lange, holte sein Handy heraus und tippte die Telefonnummer ein. Seine Hände fingen bereits nach wenigen Sekunden an zu frieren, doch das war ihm egal. Das Telefon dröhnte ein paar Male, bis jemand abnahm. Hä? Meldete sich der Mann. Es machte keinen guten Eindruck, sich nicht einmal mit dem Namen vorzustellen, doch auch das war Ruben egal. Er brauchte nur einen Platz zum Wohnen, und wenn es das mieseste Ghetto in der Stadt war. Hauptsache nicht erfrieren. Schönen guten Tag, mein Name ist Ruben de... Was wollen Sie? Unterbrach ihn der Mann. Ruben wurde ein wenig mulmig zumute. Jemand, der Wohnungen vermieten will, würde doch niemals so unfreundlich sein. Trotzdem verkniff Ruben sich einen provozierenden, unnötigen Kommentar.
Ich habe Ihr Plakat gesehen. Sie bieten günstige Wohnungen für Einzelpersonen an. Sind da noch welche frei? Jo. Stille. Ruben erwartete ein paar mehr Informationen zu bekommen, aber anscheinend ließ sich der Vermieter alles aus der Nase ziehen. Kann ich Sie besichtigen? Ein genervter Seufzer war am Ende der Leitung zu hören. Ja, geht. Rubens Miene erhellte sich. Es waren Wohnungen frei. Jetzt musste er nur noch einen guten Eindruck machen. Wann und wohin soll ich kommen? Kreppelinweg 35. Am besten jetzt sofort. Beeilen Sie sich, sonst ist die Wohnung gleich weg. Soll ich klingeln oder wie erkennen? Aufgelegt. Ruben seufzte. Es würde sehr wahrscheinlich keine gute Wohnung werden. Aber irgendwo musste er ja schlafen. Und wenn er erst einmal einen Ort gefunden hätte, dann hatte er genug Zeit, sich einen besseren zu suchen. Vor der Haustür des besagten Gebäudes stand ein großer, dürrer Mann mit Halbglatze. Er nahm noch einen Zug von seiner Zigarette und schnippte den Stummel achtlos auf die Straße. Als er Ruben auf sich zukommen sah, drehte er sich ohne ein Wort zu sagen um und verschwand in dem Gebäude. Das Haus war ein grauer Betonklotz, bestimmt aus den 50er Jahren. Nicht schön, nicht gemütlich, aber praktisch und günstig. Ruben trottete dem Mann hinterher und stieg die Stufen hoch ins 5. Stockwerk. Einen Aufzug gab es nicht. Möbel hier hochzubekommen wird schwierig werden, dachte Ruben sich. Der Mann schloss eine der Türen auf, öffnete und trat ein. Baulärm von draußen hallte durch die leere Wohnung. Doch das störte Ruben nicht. Sie wären bestimmt fertig, wenn er eingezogen war. Die Wohnung hatte 3 Zimmer plus Bad. Für eine einzelne Person auf jeden Fall ein guter Fang. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Hobbyraum, Esszimmer, was auch immer Ruben sich vorstellte, es könnte wahr werden. Küche müssen Sie selbst mitbringen, meinte der Vermieter. Es waren die ersten Worte, die Ruben von ihm hörte, seit er ihn auch im echten Leben getroffen hatte. Im Bad muss bisschen renoviert werden, ansonsten ist alles soweit gut in Schuss. Auch wenn er immer noch ziemlich lustlos klang, hörte sich die Wohnung einfach zu gut an, um wahr zu sein. Ruben hatte mit einem ranzigen Einzimmer-Apartment gerechnet, aber diese Unterkunft überstieg seine Hoffnungen um Längen. »Wie weit ist der Supermarkt und die S-Bahn weg?«, fragte Ruben. Er würde die Wohnung auch nehmen, wenn er eine Stunde zum Supermarkt brauchen würde, aber wissen wollte er es trotzdem. »Beides vielleicht 10 Minuten. Unten im Keller können Sie Fahrräder anbinden.« »Wie viel wird es kosten?« »370 kalt.« Ruben musste schlucken. Für eine Wohnung in der Größe war der Preis unrealistisch niedrig. »Das ist verdammt günstig.« »Jo.« »Gibt's dafür einen Grund?« Der Vermieter zuckte mit den Schultern. »Altbau. Leute sind zu faul zum Renovieren. Keine Ahnung.« Ruben gab sich mit der Erklärung zufrieden. Wenn andere die Wohnung nicht wollten, dann sollte ihn das nicht stören. Für ihn war das gut. Er stellte sich vor, wie er die Zimmer einrichten würde. Es würde hier schön aussehen. Sofa, Flachbildfernseher, PS4, Doppelbett, Kleiderschrank, moderne Küche mit Spülmaschine. Das alles sah er vor seinen Augen. »Unterzeichnen Sie jetzt?« Ruben schreckte hoch. Er hatte sich ganz in Gedanken verloren und gar nicht mitbekommen, dass der Vermieter einen Vertrag vor seine Nase gehalten hatte. Ruben griff danach und las ihn sich durch. Es war alles gut soweit. Ein ganz normaler Vertrag. Der Preis stimmte auch. Keine Abzocke, keine Haken. »Unterschreiben Sie, Mann, ich habe noch andere Dinge zu tun.« Der Vermieter klang auf einmal sehr aufgeregt, als wäre ihm plötzlich eingefallen, dass er noch andere Termine hatte. Ruben unterzeichnete den Vertrag und trug seine Kontodaten ein. Sofort griff der Vermieter nach dem Stück Papier, ließ die Schlüssel vor Ruben auf den Boden fallen und wollte die Wohnung verlassen. »Falls Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Wohnung«, rief er Ruben zu, kurz bevor er die Wohnungstür zuschlug. Ruben hörte noch, wie er mit schnellen Schritten durch das Treppenhaus lief und regte sich erst, als er die Haustür knallen hörte. Ein merkwürdiger Typ. Aber das war egal. Ruben würde ihn vermutlich niemals wiedersehen, und das war auch gut so. Er hatte jetzt eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf. Er müsste in dem Winter nicht erfrieren. Tief sog er die Luft in seine Lungen,
Es roch nach Altbau und nach Baustelle. Der Lärm donnerte immer noch durch die Zimmer. Ruben interessierte sich dafür, was gebaut wurde. Vielleicht wurden neue Kabel verlegt für bessere Internetleitung. Wie geil das einfach wäre. Er ging zu einem der Fenster und machte es auf. Ironischerweise zog ihm eine Frage durch den Kopf, die er dem Vermieter gerne stellen wollen würde. Er müsste ihn anrufen müssen, denn so dürfte das nicht vonstatten gehen. Ruben fragte sich, wie er hier denn in Ruhe wohnen könnte, während eine gigantische Abrisskugel auf ihn zugerast kam. Meine Beine baumelten seelenruhig über der Dachrinne der Kirche. Gotteshaus. Und gleichzeitig der Ort, an jenem ich damals unzählige Male gebetet habe. Meine Familie war streng gläubig. Immerzu mussten wir am Abend vor und während Heiligabend in das gotische Gebäude. Früher als Kind haben mich die bunten Fensterbilder immer fasziniert. Jesu, wie er als Baby in Marias Armen lag, oder Engel, wie sie anmutig und schön inmitten des Glases ihre Hände erhoben und im Hintergrund der glänzenden Strahlen der Sonne die Schönheit dieser Wesen um ein Vielfaches repräsentierten. Ich habe diese Engel geliebt. Ganz gleich, ob der Schein im schwachen Licht der Kerzen ihr Anwesen demonstrierte oder ob die Kraft der blendenden Sonne im Sommer ihre Flügel betonten. Schon immer wollte ich ein Engel werden. So betete ich jeden Tag, dass der Herr meinen Wunsch erhören möge und mich zu seiner rechten Hand erklären würde. Ich habe nie gesündigt. Mutter sagte immer, wenn ich will, dass Jesus Christus mich akzeptiere, dürfte ich nicht sündigen, nie den Herrn im Himmel verärgern. Das hieße auch, gegen eines der 10 Gebote nicht zu verstoßen. Jahrelang habe ich mich an die Predigt gehalten, habe versucht, anderen zu helfen, für sie ein guter Mensch zu sein, stets mit dem Streben nach himmlischer Freiheit. Doch eines Abends wendete sich das Blatt und somit für mich die Chance, rein in das Reich der Engel zu kommen. Einige Monate vor Weihnachten hatten ich und mein damaliger Freund einen großen Streit. Der Grund war meine eigene Schuld. Wir kannten uns schon seit Kindheitstagen, waren damals die besten Freunde und unzertrennlich. So wie es das Schicksal wollte, kam die Zeit, an der wir zueinander fanden. Aus einer Freundschaft wurde schließlich mehr. Viel mehr, als ich zunächst wollte, aber ich konnte nichts dagegen tun. Das Verlangen, seinen gut gebauten Körper an meinem zu spüren, war einfach zu groß. Die Lust, die uns beide bestieg, war nun nicht mehr zu bändigen. Das alles noch vor unserem Bündnis für die Ewigkeit. So vergingen Tage, Monate, ohne auch nur im Versuch zu sein, die Sünde, die wir beide begangen hatten, der Öffentlichkeit preiszugeben. Gottes Sohn allein war es gewesen, der mein Vergehen betrachtet hatte. Oh, wie habe ich ihn um Verbetung gebeten, habe Tag ein, Tag aus in seiner Anwesenheit gebetet, er möge mich für mein unabsichtliches Vergehen nicht bestrafen. Während ich das tat, schwankte in meinem Selbst die Unsicherheit, die dieses Wesen mit mir zog. Ja, es stimmte. Mit einer Sünde kam die nächste. Ein Menschenskind, das ohne das kirchliche Bündnis zu wachsen begann. Lange Zeit schon wollte ich es von mir forthaben, wollte dem Ding ein Ende setzen. Doch mein Freund war dagegen. Dennoch. Um keinen Preis hätte es in der Familie aufwachsen können, welche sich rein von Sünde nährte und die Regeln des Himmels und des guten Glaubens missachtete. So fasste ich meinen Entschluss und begab mich ins Bad.
Mein Gefährte war derweil bei seinen Freunden, unwissend des Vorhabens, welches ich kurz vor dem Tag Jesu Geburt in die Tat umsetzte. Das scharfe Küchenmesser, an die Fensterbank gelegt, zündete ich eine Kerze an und tat zum letzten Mal Buße in der Gegenwart Gottes. O Herr, der du bist im Himmel, vergib mir meine Sünden, meine Buße und all meine Taten, die mich mit der Hölle bestrafen würden. Mach, dass ein anderes Weib anstatt mir dieses Kind bekommen mag, welches sie auf Lebzeiten glücklich macht. Mein Geist ist unrein und mein Korpus von den dreckigen Taten beschmutzt, gezeichnet von der Lust, dessen Trieb ich nicht bändigen konnte. Vater, der du mir die Engel schickst, vergib mir, ehe die Wand ist mit meinem eigenen Blut bespritzt. Kaum hatte ich die vergebenen Worte von mir gesprochen, so erhob ich das Messer. Die Klinge spiegelte mein widerliches Antlitz wider. Langsam gleiten meine Hände über meine Haut. Ein eiskalter Schauer bahnt sich durch meinen zierlichen Körper und lässt mich erzittern. Allein durch den Gedanken, wie er mein Gesicht liebkost hat mit seinen Dreckspfoten, die des Gottes nicht würdig waren, staute sich in mir all der Ekel auf, bereit, seinen Weg nach außen zu tragen. Ich schrie aus Leibeskräften, während sich das mörderische Werkzeug mit meinem Fleisch vereinte. So soll das nun alles ein Ende nehmen. Der Schmerz bahnte sich brennend durch meine Nerven, während mein eigen Fleischwesen zu zucken begann. Wilde, unkontrollierbare Schübe. Ein erneuter Schrei hallte durch die massiven Fließwände in den Himmel hinauf. Ob er mich hören konnte? Ob er mein Leid spüren konnte? Würde er mir bald endlich vergeben und mich zu dem machen, zu was ich geboren wurde? Ein himmlischer Gehilfe, ein Engel, an seiner Seite. Nach einer schier unendlich langen Phase des Leidens kam die Erlösung. Hell schien mir das Licht entgegen. Der Schrei eines Babys war zu hören. Es war das Christkind leibhaftig. Meine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln, während ich der Frau ins Gesicht blickte, die für die Existenz des Sohnes Gottes verantwortlich war. Maria, murmelte ich beinahe sehnsüchtig davon, meiner geliebten Maria, die, welche ich jeden Tag meiner Kindheit, nein, jeden Tag meines Lebens geehrt hatte, endlich gegenüberzustehen. »Mein Kind«, begann sie ihre Worte, »wie konntest du nur? Wir haben dein Leid erhört, mein Mann und ich. Doch die letzte Sünde, die du mit deinem Tod begonnen hast, war in jenem unverzeihlich. Du warst so ein guter Mensch, und wir haben dich lieb. Selbst der Herr. Doch der Tod eines neuen Lebens, welches in dir hätte leben sollen, ist nicht zu vergeben. So entschlossen ich und mein Mann, uns deinem Wunsch zu beugen. Jedoch wirst du nicht einfach irgendein Engel sein.« Kurz machte Jungfrau Maria eine Pause, ehe sie mit ihrer Predigt vorfuhr. Eine Hand auf meine Stirn gelegt, sprach sie, »Durch Sünde gezeichnet, durch Gott erbarmt, sollst du des Engels würdig sein, jedoch bist du am Tage der Weihnacht für immer gewarnt.« Hitze, unerträglich brennende Hitze ließ mich meine Qualen hinausschreien. Es fühlte sich mit jeder verstrichenen Sekunde wie ein von Wut getriebenes Rentier, dessen Hörner sich in mein Fleisch bohren würden und alles von innen heraus zerfressen würde an. Nach einer Endlosigkeit des Leidens besah ich mich auf dem eiskalten Boden, dessen harter Stein mit dem weißen, glitzernden Schnee vollkommen bedeckt war. Menschen, vor mir in Schar stehend, schauten auf meinen zerbrochenen Korpus herab. »Ein Engel! Der Herr hat uns einen Engel gesandt!« schrie ein junger Mann, voller unentgangener Euphorie. Nur behutsam und mit äußerster Vorsicht stand ich vom samtweichen, schneeweißen Bett auf und blickte mich um. Kaum
habe ich meine Gedanken gefasst, schon ertönte eine aufgebrachte, zitternde Stimme unweit meiner Nähe. Es ist ein Dämon! Ein Dämon hat uns am heiligen Abend heimgesucht!« Die große Schar löste sich in ein einziges Gemisch aus Durcheinander und Angst auf. Alle schrien um Hilfe. Andere knieten nieder und baten um Vergebung und Beistehung in dieser Todesstunde. Von meiner eigenen Verwirrung gezeichnet, rannte ich zu einem nahestehenden Gebäude, dessen dreckige, verblichene Fenster nur eine kleine saubere Möglichkeit bot, meinem Selbst im matten Schein des Mondes zu betrachten. Ein grauenvoller und großer Schauer fuhr mir durch Mark und Bein, als ich dieses Ungetüm vor mir sah. Mein Antlitz hatte jedwede Farbe für die Ewigkeit verloren. Meine Augen waren nichts, außer den Höhlen selbst, aus denen eine triefende, pechschwarze Flüssigkeit lief. Unnachgiebig bahnte sie sich ihren Weg nach außen. Nahezu klebte sie wie Pech an meiner eingefallenen Haut. Süßlich schmeckendes Blut benetzte meine Lippen. Ich bin ein Monster. Meine Stimme. Wo war nur ihr lieblicher Klang verschwunden? Der Klang, welcher jedes vereiste Herz meiner Nächsten gleich zum Auftauen brachte. Nun nahm stattdessen eine dämonische, verzerrte Stimme Platz, wie sie nur dem Teufel persönlich gehören konnte. Von Scham und Angst bedeckt saß ich nun hier, oberhalb der Kirche. Im Glauben, Gott, Maria oder irgendwer könnte mich von meinem Fluch vollends befreien. All die Jahre über war ich ein guter Mensch gewesen, habe nie gesündigt, habe nach den Prinzipien eines Gläubigen gelebt, welcher seine Hoffnung nie verloren hat. Und nun? War mein Dasein als des Teufels Gehilfe es wert? War das der Dank für alles, was ich tat? Als die Fleischwesen unter mir sich nach und nach vom festlichen Stand räumten, und allein die grauenvolle, unheimliche Stille und ich zurückblieben, ging ich mit langsamen Schritten ins Gotteshaus. Ein letztes Mal wollte ich ihm entgegensehen, ehe ich meinen Weg als Dämon gehen würde. O Herr, wie konntest du mich bestrafen? War das der Dank für all den Glauben, den ich dir schenkte? Sollte man am Tage deiner Geburt, am Tage der Zusammenkunft der Familie, nicht deine Nähe und Liebe spüren? Eine gefühlte Unendlichkeit verging, als die Statue des Herrn sich nun regte. Blutstropfen flossen in Rinnsalen hinab und benetzten den steinernen Podest. Das von höllischem Schmerz verzerrte Gesicht begann eine Geste des Sprechens einzunehmen. »Mein Kind«, sprach der Herr. Seine Stimme klang tief und weise. »Ich liebe dich. Sehr, das weißt du. Doch hast du mit dem Tod deines zweiten Lebens etwas hervorgerufen, das schlussendlich dein Eigenverdienst ist. Die schlimmste Sünde ist immer noch die Brechung des Gebotes. Du sollst nicht töten.« Tränen kullerten meinem Gesicht hinunter, obgleich es der heiße Teer war, welcher meinen Augen entrann. Wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte ich damals das Gebot missachtet haben? Und warum in Gottes Namen würde mir all das erst jetzt zu Gänze bewusst? »Vater«, sprach ich, bemüht, die schluchzenden Laute zu unterdrücken. »O Vater, bitte vergib mir meinen Unsinn. Lass mich nicht so ins Leben gehen. Bitte hab doch Erbarmen.« Dennoch verneinte der Vater mein Flehen. »Du wolltest ein Engel werden. Das war dein größter Wunsch. Ich wollte dir deinen Wunsch trotz allen Geschehnissen erfüllen, doch nun musst du mit der Strafe Gottes leben.«
Jener Satz war das Letzte, was er von sich gab, ehe sein Bildnis sich wieder in die steinerne Haltung zurückverwandelte. Alles, was mir nun blieb, war die Strafe, die ich zu Weihnachten bekam. Auf ewig ein Engel, verborgen in der Hölle. Und mit diesem neuen Leben trat ich hinaus aus der Kirche, hinein in die freudige Dunkelheit, dessen Arme mich schon sehnsüchtig erwarteten. Schon seit er 7 war, war mein Sohn Michael völlig verzaubert von Schneekugeln. Nun ja, Schneekugeln, die von einem ganz bestimmten Laden verkauft wurden, um genau zu sein. Er heißt Gifts That Last. Glücklicherweise war der Laden nur eine 10-minütige Fahrt von unserem Haus entfernt. Also fuhr ich einmal im Monat mit meinem Sohn dorthin, damit er sich eine neue aussuchen konnte. Er war immer total aufgeregt. Scheiße, das war das Mindeste, das ich für ihn tun konnte, nachdem sein Vater 6 Monate zuvor gestorben war. Autounfall. Frontalzusammenstoß mit einem Mann, der am Telefon hing. Er starb ebenfalls. Es macht mich immer noch wütend, dass sein Tod so kurz ausgefallen ist. Er hatte nicht einmal Zeit, um sich schuldig zu fühlen. Entschuldigt, das musste gesagt werden. Lasst mich euch mich und meinen Sohn vorstellen. Mein Name ist Janine, 28 Jahre alt und mein Sohn ist jetzt fast 8. Er ist mein einziger Grund, stets weiterzumachen und zu versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Nach dem Tod meines Mannes bin ich in tiefe Depression verfallen, aber ein Lächeln auf Michaels Gesicht lässt jegliche Trauer dahinschmelzen. Er ist schon immer ein artiger Junge gewesen. Er hat viel Fantasie und ist für sein Alter unglaublich intelligent. Wenn er nicht gerade mit seinen Schneekugeln spielt, liest er oder übt am Klavier. Deswegen versuche ich, ihm alles zu geben, was er möchte. Zum Glück meines Geldbeutels wollte er aber nur eine neue Schneekugel pro Monat. Ich glaube, mein Sohn ist so angetan von den Dingern, weil eine Schneekugel das Letzte war, was mein Mann ihm geschenkt hat. Es mag seltsam klingen, aber Michael verbringt Stunden damit, mit den Kugeln zu spielen und die kleinen Schneestürme zu beobachten, die er verursacht. Ich habe versucht, mit ihm in Läden mit viel schöneren Schneekugeln zu gehen, aber er war hartnäckig und wollte immer nur in den Laden, der aussah, als würde er bald zusammenbrechen. Vor 3 Tagen haben wir unseren monatlichen Trip zu Gifts That Matter unternommen. Er sprang vor Aufregung im Sitz auf und ab, wie damals, als mein Mann ihm seine erste Schneekugel geschenkt hatte. Ich sah zum Gebäude, zu den modrigen Wänden, zu den braun gefleckten Fenstern und zu der blauen Farbe, die vom Schild blätterte. Ich atmete tief durch und betrat zusammen mit meinem Sohn den Laden. Der Herr, der dort arbeitete, schien sogar noch älter zu sein als das Gebäude, aber er hatte eine elektrisierende Persönlichkeit. Er ging zu Michael und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Mein Lieber, heute habe ich die allerschönste Kugel für dich.« Er ging hinter den Tresen und holte eine einfache, weiße Schneekugel hervor. In der Kugel befand sich nur ein Gebäude. Es dauerte etwas, bis ich realisierte, dass das Gebäude der Laden war. Mein Sohn sprang auf und ab, zeigte darauf und flehte mich mit seinem Blick an, ihm die Kugel zu kaufen. Ich lachte und ging zum Tresen. Beinahe bekam ich einen Herzinfarkt, als ich meine Karte hervorholte, um zu bezahlen, und sah, dass der Mann 220 Euro dafür verlangte. Ich versuchte, mich herauszureden, doch der Mann sah mich an und sagte, »Ich verspreche, diese Schneekugel wird deinen Sohn für den Rest seines Lebens glücklich machen.« Ich versuchte, mich über den Preis zu beschweren, aber als ich das Lächeln in Michaels Gesicht sah, biss ich mir auf die Lippe.
Nachdem ich gezahlt hatte, verpackte der Mann die überteuerte Kugel vorsichtig und sah auf. »Diese hier schenke ich euch.« Er holte eine rote Kugel hervor, die identisch mit der weißen zu sein schien. Ich dankte ihm und wir verließen den Laden. Einen Tag lang ging alles wie gewohnt weiter, doch vor 2 Tagen ging ich an Michaels Zimmer vorbei und sah, wie er die rote Kugel hasserfüllt anstarrte. Er begann sie anzuschreien. Er schrie Sachen wie: »Ich bin kein Penner. Hör auf, gemeine Sachen zu mir zu sagen. Ich will dich nicht mehr. Und bitte geh weg.« Ich eilte ins Zimmer und mein Sohn setzte sich schnell wieder hin und sah mich mit unschuldigen Augen an. Ich fragte ihn, wieso er so etwas gesagt hatte und mit wem er gesprochen hatte, doch er starrte mich nur weiter an, bis er schließlich sagte: »Tut mir leid, Mama. Ich habe nur gespielt. Ich werde so etwas nicht mehr sagen.« Verwirrt und etwas beunruhigt verließ ich sein Zimmer wieder. Ich stand noch neben der Tür und hörte hin, doch er sagte den Rest des Abends kein Wort mehr. Am nächsten Morgen ging er zur Schule und ich fuhr zur Arbeit los, sobald ich mich versichert hatte, dass er beim Schulbus war. Ich bin die Filialleiterin eines lokalen McDonald's. Kein super schicker Job, aber ich verdiene genug, um meinem Sohn alles bieten zu können und die Babysitterin zu bezahlen, die immer auf ihn aufpasst, bis ich um 6 nach Hause komme. Gestern Abend kam ich nach Hause und sah sie Glassplitter vom Boden wegräumen. Sie erzählte mir, dass Michael sehr wütend auf die rote Schneekugel geworden war und sie auf den Boden geworfen hatte. Sie sagte, danach sei er einfach ganz normal zurück in sein Zimmer gegangen und hatte sich geweigert, ihr zu sagen, wieso er das getan hatte. Leise ging ich hinauf zu Michaels Zimmer und sah hinein. Er umarmte die weiße Kugel und sprach leise zu ihr. Er küsste sie 2-mal, bevor ich ins Zimmer kam und ihn fragte, wieso er die rote Kugel kaputt gemacht hatte. Er zuckte nur mit den Schultern und sagte: »Keine Ahnung, sie hat mich einfach wütend gemacht.« »Wieso bist du wütend geworden? War sie wieder gemein zu dir?«, fragte ich. Er sah nach unten. »Nein, sie hat über Papa geredet. Sie hat gesagt, er wäre ein Weichei gewesen und dass er es verdient hatte zu sterben. Sie sagte, du wärst eine Hure. Also wurde ich wütend und habe sie auf den Boden geworfen. Ich weiß nicht, was diese Wörter bedeuten, aber es klang gemein und ich wollte nicht, dass sie so etwas sagt. Ich habe ihr gesagt, sie soll aufhören, aber sie hat einfach weitergemacht. Jetzt ist sie still.« Danach sagte er kein Wort mehr. Ich versuchte, ihm einige Fragen zu stellen, doch er starrte nur die weiße Kugel an und lächelte hin und wieder. Ich verließ sein Zimmer wieder, bezahlte die Babysitterin und half ihr, das restliche Glas wegzuräumen. Ich gab ihr 20 mehr als sonst, weil ich Angst hatte, sie würde nach dem Wutausbruch meines Sohnes nicht mehr weitermachen wollen. Sie dankte mir und verließ schnell das Haus. Als ich wieder an Michaels Zimmer vorbeiging, sah ich, dass die Lichter aus waren und er im Bett lag. Ich seufzte, schloss leise seine Tür und ging ins Schlafzimmer. Um 10 ging ich schlafen, wachte jedoch gegen Mitternacht auf, als ich meinen Sohn lachen hörte. Verwirrt stieg ich aus dem Bett und ging zu seiner Tür. Ich hörte ihn sanft flüstern. Alle paar Sekunden lachte er. Nachdem ich einige Minuten zugehört hatte, öffnete ich langsam die Tür und sah ihn mit der weißen Kugel im Bett liegen. Ich betrat den Raum, doch er sah nicht auf. Seine gesamte Aufmerksamkeit lag bei der Kugel. Sorgen und etwas Verzweiflung kamen in mir auf und ich stupste ihn an, aber er beachtete mich nicht. Ich nahm ihm die Kugel aus den Händen und stellte sie auf den Schrank. Ich erwartete, dass er anfangen würde zu weinen oder einen Anfall bekommen würde, doch als ich mich umdrehte, schlief er schon wieder. Heute Morgen bin ich aufgewacht, als es an der Haustür klopfte.
Ich stand auf und öffnete die Tür. Niemand war dort, aber ein kleines Paket mit einem Brief lag auf meiner Fußmatte. Ich nahm sie mit rein und setzte mich auf die Couch. Obwohl ich nicht wirklich wollte, öffnete ich das Paket. Eine Schneekugel, eingepackt in Luftpolsterfolie. Ein einzelnes Haus war darin und drei Menschen, die vor dem Haus standen. Das Haus sah genauso aus wie unseres und die Menschen, die davor standen, glichen meinem Mann, mir und Michael. Mit zittrigen Fingern griff ich den Brief und las ihn. Als ich fertig war, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Liebe Janine, dein Mann hat dich und deinen Sohn sehr geliebt. Er hat sich immer um euch gesorgt. Eines Tages fragte er mich, ob es für ihn eine Möglichkeit gäbe, weiter für Michael da zu sein, wenn ihm etwas zustoßen würde. Ich erzählte ihm von einem Weg. Ich erklärte ihm, dass er mir dafür die Erlaubnis geben müsste, ihn wieder auszugraben, wenn er sterben sollte, ihm einen Knochen zu entnehmen und diesen zu Schnee für eine Schneekugel zu verarbeiten. Michael ist ein besonderes Kind. Er sieht Lebensgeister, die wir nicht sehen. Die einzige Möglichkeit für seinen Vater, um bei ihm zu bleiben, war es, es in irgendeiner Form zurück ins Haus zu schaffen. Ich liebe euch beide auch. Du wirst es vielleicht nicht wissen, aber ich habe deinen Mann schon seit seiner Geburt gekannt. Ich bin sein Vater, aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Ich wollte, dass Michael auch die Möglichkeit hat, mit seinem Großvater zu sprechen. Diese Schneekugel trägt Teile von mir in sich. Ein anderer Sohn, der Bruder von deinem Mann, hat sie für Michael gemacht. Bitte gib ihm die Kugel. Ich wusste auch, dass du dich an dem Mann, der deinen Mann getötet hat, rächen wolltest. Ich nahm einen seiner Knochen und verwendete ihn für die rote Kugel. Wenn dein Sohn sie, wie vorhergesehen, zerstört hat, wird der Mann für den Rest seiner Zeit einsam sein. Alles, was ihm bleiben wird, werden die Erinnerung sein. Er wird sich bis in alle Ewigkeit quälen. Pass gut auf Michael auf. Wir haben alles getan, was wir konnten. Lass nicht zu, dass er diese Kugeln verliert. Sie sind die einzige Verbindung, die ihm zu uns bleibt. In Liebe, Maurice. Ich werde Ihnen die Kugeln behalten lassen. Scheiße, ich habe mir sogar den ganzen Tag freigenommen, um mit der weißen Kugel zu sprechen. Ich wollte wieder mit meinem Mann reden können. Ich wollte ihm sagen, dass ich ihn liebe, aber ich bin nicht wie mein Sohn. Die Kugel bleibt still und ich fühle mich einsamer als je zuvor, aber zumindest wird Michael nie wieder einsam sein. Bunte Lichter, geschmückte Bäume. Der Duft von gebrannten Mandeln und Schmalzgebäck liegt in der Luft. Glückliche Familien, glückliche Paare, überall glückliche Menschen. In Lottersbach gibt es jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt. Auch ich lasse mir dieses Fest nie entgehen. Obwohl es schon Ende November anfängt, möchte ich mich von der weihnachtlichen Stimmung mitreißen lassen. Es ist einfach ein großes, glückliches Zusammensein. Ich folge der Menschenmenge. Man kann sich einfach nicht an ihnen vorbeidrängeln, vor allem nicht als Weihnachtsmann. Außerdem habe ich es auch nicht eilig. Um mich herum bemerke ich Kinder, die mich mit großen, ungläubigen Augen angucken. Ich schreite erhoben an ihnen vorbei. Bei jedem Schritt klingelt mein mit Glöckchen besteckter Mantel und die Geschenke in meinem alten Leinensack klappern. Rechts gibt es Glühwein und Kinderpunsch.
Die Erwachsenen nicken mir freundlich zu. Sie sind dankbar, dass sie nicht in dieser Verkleidung herumlaufen müssen. Allerdings mache ich es ja gerne. Diese gewisse Aufmerksamkeit, diese mystische Stimmung, die man erzeugt, und das einfach nur durch die bloße Anwesenheit, das gefällt mir am allermeisten. Das ganze restliche Jahr über bin ich alleine und unbedeutend. Irgendwann komme ich an einem Brunnen vorbei. Es sind nur 3 Wasserspeier, angeleuchtet durch eine weihnachtliche Dekoration. Doch das Plätschern und die funkelnden Wassertropfen in der Luft machen es zu meinem Lieblingsort in Lottersbach. Ich setze mich auf eine Bank neben dem Brunnen und schultere den Sack ab. Jetzt heißt es warten. Warten auf die Kinder, die unbedingt mit dem Weihnachtsmann reden wollen, die unbedingt sagen wollen, dass sie doch das ganze Jahr artig waren. Und natürlich wegen den Geschenken. Hauptsächlich wegen den Geschenken. Aber was wäre ein Weihnachtsmann ohne Geschenke? Ein alter, faltiger Mann in einem hässlichen Anzug, der wildfremde Kinder auf seinem Schoß sitzen lässt. Die Geschenke lenken die Aufmerksamkeit nur noch mehr auf mich. Nach wenigen Minuten kommt schon das erste Kind. Es ist ein junges Mädchen. Sehr schüchtern, doch sieht sie zielstrebig ihren Vater hinter sich her. Ich frage sie, wie sie denn heiße. Paula. Oh, das ist aber ein schöner Name. Warst du denn immer artig? Natürlich warst du das. Hier, das ist für dich. Ich krame in meinem Leinensack und hole eine Barbiepuppe heraus. Sie trägt ein pinkes Kleid und hat blonde Haare. Paula greift danach und bedankt sich ganz höflich. Der Vater nickt mir freundlich zu und grinst, doch als er mit seiner Tochter weitergeht, verschwindet das Lächeln sofort. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, denn ein Junge zupft an meinem Mantel. Er fragt, ob ich der Weihnachtsmann sei. Oh, natürlich, mein Junge. Wie heißt du denn? Er heißt Felix. Das ist aber ein schöner Name. Auch er ist immer artig gewesen. Natürlich war er das. Nur Kinder, die nichts zu Weihnachten bekommen, sind unartige Kinder gewesen. Also alle, die arm sind. Ich hole aus dem Sack ein weiteres Geschenk. Es ist ein blaues Rennauto. Der Junge springt hoch und reißt es mir förmlich aus der Hand. Er freut sich darüber. Es ist die ungetrübte kindliche Freude, diese Unschuld. Das macht Weihnachten für mich aus. Das Leuchten in fröhlichen Augen lässt oft tief blicken. Ohne sich noch einmal umzudrehen, rennt der Junge zu seinen Eltern. Ich nicke langsam. Der Weihnachtsmann ist nur wichtig, wenn er Geschenke hat. Immerhin hat Felix nicht gefragt, ob er noch ein Geschenk haben kann. Da sind doch noch so viele in dem Sack. Dann kommt wieder ein Mädchen vorbei. In ihrer Hand hält sie einen Schoko-Weihnachtsmann, den sie schon zur Hälfte aufgegessen hat. Ihr Mund ist mit den geschmolzenen Resten verschmiert. Sie stellt sich vor mich, verschränkt ihre Arme und guckt mich grimmig an. Ho, 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 ho. Na, wer bist du denn? Du bist nicht der Weihnachtsmann. Ho, ho, oh doch, natürlich, kleines Fräulein. Siehst du nicht den Mantel und die Mütze und den Bart? Guck mal, ich hab sogar Geschenke vom Nordpol mitgebracht. Ich krame in meinem Sack und hole ein weißes Pony raus. Ich möchte es ihr in die Hand drücken, doch sie drückt meinen Arm leicht zur Seite. Das hat der andere, der echte Weihnachtsmann, auch gesagt. Sie beißt von der Schokolade ab und schmatzt. Und immer noch guckt sie mich an. Ich bin wirklich verwundert über den Mut der Kleinen. Dem Weihnachtsmann zu sagen, dass er kein Weihnachtsmann ist, kann einem schließlich die Geschenke kosten. Es gibt nur einen Weihnachtsmann, Fräulein, und das bin ich. Das hat der andere auch gesagt. Und der hatte auch einen Bart und einen Mantel und er verschenkt Schoko-Weihnachtsmänner. Ich blicke das Mädchen verwirrt an. Einen anderen Weihnachtsmann? Wo denn? Der sitzt vor dem Einkaufszentrum und der ist viel netter als du, sagt das Mädchen und läuft weg. Es gibt aber nur einen Weihnachtsmann. Mich. Wer auch immer der andere Weihnachtsmann ist, es ist nicht der richtige.
Es ist jemand, der genauso wie ich die Aufmerksamkeit sucht, nur dass er ein Lügner ist. Er klaut mir die Aufmerksamkeit. Und noch schlimmer, er bringt die Kinder zum Nachdenken. Wenn es auf einem kleinen Weihnachtsmarkt bereits 2 Weihnachtsmänner gibt, wie viele Weihnachtsmänner soll es dann auf der gesamten Welt geben? Ich stehe auf und verteile die restlichen Geschenke um den Brunnen herum. Wenn ein Kind vorbeikommt, dann kann es sich einfach eins nehmen. Nur weil ich wütend auf jemanden bin, darf ich nicht vergessen, weshalb ich eigentlich hier bin. Dann gehe ich den Weihnachtsmarkt wieder entlang. Hallo Weihnachtsmann. Hallo mein Kind. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss zurück zum Nordpol. Ich gehe zurück an den ganzen Ständen, die Essen und Trinken zu völlig überteuerten Preisen anbieten. Die Menschen schlachten das Geschäft so pervers aus. Zum Glück bin ich da anders. Ich gehe an dem großen Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktes vorbei. Die Tannenzweige und die goldenen Kugeln sind mit einer seichten Schicht Kunstschnee überzogen worden. Es sieht schön aus, sehr heimatlich. Doch ich habe keine Zeit. Ich stampfe jetzt an den Menschenmengen vorbei, mir wird sogar nachgerufen, was mir denn einfiele. Dann irgendwann sehe ich ihn. Der Mann, der sich als Weihnachtsmann ausgibt. Er gibt einem Jungen gerade einen Schoko-Weihnachtsmann und lässt sich mit ihm von den Eltern fotografieren. Unter seinem angeklebten Bart kann ich sehen, dass er alt ist. Ein alter, einsamer Sack. Er verrottet den Rest des Jahres bestimmt in seiner vermüllten Wohnung und muss sein Geld zählen, damit er über die Runden kommt. Versager. Der alte Mann bemerkt mich und fängt an zu lachen. Dann winkt er mich freundlich zu sich. Ich gehe auf ihn zu, reiche ihm lächelnd die Hand, während es in meinem Kopf brodelt. »Einen wunderschönen Advent, Herr Weihnachtsmann«, begrüße ich ihn. »Guten Abend, Santa!« »Du bist also auch unterwegs, wie? Es freut mich immer zu sehen, dass es mehr Menschen gibt, die den Kleinen eine Freude machen wollen und den Zauber der Weihnachtszeit erhalten möchten.« Wieder kommt ein Kind vorbei und holt sich einen Weihnachtsmann ab. »Ja, ich dachte mir, dass ich mit Schokolade wirklich jedem einen Gefallen tue.« Ich lache. Dieser alte Mann ist die Personifikation von gestellter Freundlichkeit. Widerlich. Abartig. Er nimmt mir alles, für das ich überhaupt existiere. Ich wurde von dem Großen und dem Unbekannten erschaffen, um den Kindern eine Freude zu bereiten und zu beschenken. Ich arbeite das ganze Jahr am Nordpol und baue Spielzeug. Wenn es solche Menschen gibt, weshalb existiere ich dann überhaupt? Ich bin unendlich. Ich existierte schon immer und beschenke und beschenke. Früher hat mich noch jeder ernst genommen. Doch jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich neben einem Fake-Weihnachtsmann, der mich durch seine trüben Augen betrachtet. »Wir sollten uns zusammentun«, schlage ich vor. »Dann kommen bestimmt noch mehr Kinder. Ich habe auf einem Hof nicht weit von hier mein Rentier angeseilt. Es büxt immer aus und fliegt durch die Gegend. Es kostet mich eine ganze Menge Zeit, Rudolf wieder einzufangen, das können Sie mir glauben. Jedenfalls könnten wir ihn auf den Markt holen und Kinder auf ihn reiten lassen.« »Oh, mein Bester, Sie sind wirklich in der Rolle drin, aber ein Pferd ist tatsächlich keine so schlechte Idee.« »Es ist kein Pferd, es ist ein Rentier.« »Gut, gut.« Ich helfe dem alten Mann auf und nehme seinen Leinsack. Er ist immer noch zur Hälfte gefüllt. Zusammen verlassen wir den Weihnachtsmarkt und biegen auf einen Trampelpfad ein. Lottersbach ist wirklich kein großes Dorf, doch die Parkplätze sind immer voll, vor allem bei einem so harmonischen Weihnachtsmarkt. Der Weg wäre matschig gewesen, wenn es nicht die Nacht vorher so gefroren hätte. Hinter mir höre ich den alten Mann schnauben. Für ihn und seiner fetten Plauze ist es bestimmt ein ganz schöner Kraftakt, die paar Meter zu gehen. Ich bin erstaunt über die grenzenlose Naivität von dem Alten. Nur weil ich einen Mantel trage, kann man mir nicht sofort vertrauen. Nach einigen Minuten kommen wir an dem Stall an. Es ist nur eine kleine, fast eingefallene Holzhütte, doch Rudolf findet darin seinen Platz.
An einer Seite des Schuppens habe ich Feuerholz gestapelt, damit mein Lieblingsrentier nicht frieren muss. Dann zeigen Sie mir mal Ihr Pferd. Ich mache die Tür zum Schuppen auf. Rudolf liegt im Stroh. Er stapft auf mich zu und lässt sich seine Schnauze streicheln. Das ist er. Das ist Rudolf. Nun, es ist ein Pferd und kein Rentier. Außerdem sieht er wirklich nicht sehr gesund aus. Ist er krank oder weshalb ist er so mager? Rudolf ist das gesündeste Rentier, das es überhaupt gibt. Der alte Mann kann mir als Weihnachtsmann nicht das Wasser reichen. Seine Augen sind so kaputt, dass er nicht einmal ein Rentier erkennt, obwohl er direkt davor steht. Es ist kein großer Verlust. Ich hole aus meiner Hosentasche ein Messer heraus, gehe auf den alten Sack zu und steche auf ihn ein. Er kann nicht schreien. Es kommen nur gurgelnde Geräusche aus seiner Lunge, die sich nach und nach mit Blut füllen. In seinen Augen spiegelt sich große Verwunderung wider, aber auch Schmerz und Trauer. Nach wenigen Sekunden und einem Dutzend weiterer Messerstiche ist er tot. Es kann nur einen Weihnachtsmann geben. Es kann nur einen Weihnachtsmann geben, der die Aufmerksamkeit der Kinder verdient hat. Ich blicke auf die Uhr. Es würde sich nicht lohnen, wieder zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Die Kinder sind bestimmt schon wieder zu Hause. Ich hole Feuerholz und eine Säge, entzünde ein wärmendes Feuer und zerschneide die Leiche des alten Mannes. Ein Bein für mich, der restliche Körper für Rudolf. Zuerst hatte sich noch geziemt, das Menschenfleisch zu essen, doch Hunger ist der beste Koch, und das gilt auch für die Rentiere von dem Weihnachtsmann. Ich brate und esse das Fleisch und lege mich dann ins Stroh. Es ist nicht so gemütlich wie ein warmes Bett, nicht mal so gemütlich wie ein Schneehaufen, doch immerhin ist es warm. Ich hole ein Tütchen Koks aus meiner Tasche und schnupfe eine Nase. Es ist schön, der Weihnachtsmann zu sein. Die Kinder lieben mich. Ich bin der Beste.